willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderwand, unserem RP-Projekt. Jo, ich bin gerade am Tabak ernten. Wir machen den Drescher voll. 30% haben wir circa noch. Wenn der voll ist, dann werden wir erstmal zum Sägewerk fahren. Dort gucken, dass wir Hackschnitzel abholen. Die Hackschnitzel zur Kartonproduktion bringen, weil die Gebrüder Blaubeeren wollten ja Kartons haben. Heißt, da muss ich ein bisschen Gas geben, dass die auch zu den Kartons kommen. Albert ist die Woche nicht da, deshalb alles ein bisschen in einer Hand. Das heißt, ich bin die ganze Zeit nur am Hin und Her kutschieren und am stressig arbeiten. Wir haben angefangen mit Raps für den Racex zu ernten. Inzwischen ernten wir unseren eigenen Tabak. Ich hoffe mal, dass hier ein bisschen was rauskommt. 1000 Euro kriegen wir pro 1000 Liter circa. Ich hoffe mal, dass wir hier so 40.000 Liter runterkriegen. Wäre zumindest dann ein guter Gewinn. Weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns relativ zeitnah einen Drescher leisten, beziehungsweise müssten wir gucken, einen Häcksler, ob wir uns den kaufen. Also einen Häcksler für Holz. Oder wie wir dafür fahren, das weiß ich noch nicht. Müssen wir dann mal gucken. Aber wie gesagt, jetzt ernte ich mal so weit wie es geht hier auf dem Feld. Dann muss ich mich um die Produktion kümmern. Muss ich gleich mit dem Glas mal rüberfahren. Im Wald. Wisst ihr, was gut ist, dass der Neumann die ganze Zeit den Drescher nicht braucht? So können wir hier in Ruhe unsere Ernteaufgaben erledigen. Es wird halt problematisch, sobald der mal seinen eigenen Drescher braucht. So, blum. Wir noch einen anderen Anhänger am Hof? Eigentlich ja nicht, glaube ich. Ich glaube, wir haben nur den einen. Hier steht nichts. Steht die Sämaschine. Stehen die zwei Tiefen locker wahrscheinlich. Jo, der Mulcher und Düngestreuer.
Die Blaubeeren haben sie auch nicht mehr gemeldet. Ich weiß auch nicht, was bei denen los ist. Volker Varuna. Hallo? Jo. Was gab los? Doch mal, es gab doch mal so ein Angebot vom Spiegel Transportpack, oder? Nee, hier nicht. Doch. Nee, logisch nicht. Doch, ich hab den Anhänger. Ja, okay, kann sein. Keine Ahnung. Weil der Anhänger von mir, der ist nicht mehr da. Was ist der? Mein Anhänger davon ist nicht mehr da. Ja, dann gab es das Angebot wohl doch nicht. Doch, da bin ich mir zu 1000% sicher. Nee. Doch. War das Fliegel oder IT-Runner? Das war das Fliegelpack. Keine Ahnung, muss ich mit dem Händler gehen. Okay. Ja, bin ja kein Händler, ne? Jo. Ja. Tschö. Ist das tatsächlich so? Ich habe keine Ahnung. So, habe ich mal Hackschnitzel gemacht. Fern bin ich. Diese Schaltung, ey. Nervensäge. Wo zuerst ausfallen? Ja, mach ich doch. Heute los, ey. Der Kran will nicht. Oh Gott. Irgendwie will er gerade nicht so wie ich. Heute. Zieht er den jetzt rein oder nicht?
Heute bin ich wirklich gestresst, ey. Einfach weil, wenn ein Mitarbeiter nicht da ist, du hast nur einen noch, dann kommst du halt zu nichts. Dann geht das jetzt nicht. Steht der jetzt zu weit weg? So, jetzt arbeitet er so, wie er soll. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch einen rauskriege, den da hinten, der so quer liegt. Der ist eigentlich recht relativ lang. Solange die zwei Blaubeers nichts von mir wollen, ist alles gut. Ich werde jetzt trotzdem kurz mal rüber verflitzen. Wo steht denn unser... Wo steht denn unser Teleskoplader da? Kann man gucken, was hier Sache ist. Zwei Paletten hätten wir gleich.
ist denn die Palettenlage? Der Albert hier hingestellt. Da ist sie. Da ist sie zum Glück. Zum Glück kein langes Suchen. Dann würde ich denen nämlich einfach mal die Paletten parat stellen. Dann können sie die einfach abholen. Wenn es bei denen soweit passt. Aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.